Lieben, ich bin's, euer Ötzi, gleich gnadenlos mit einem kleinen Special heute. Eigentlich wollte ich kein Video heute rausbringen, aber das neue Update ist heute rausgekommen, komischerweise ohne Sneak Meeks oder so, einfach haben die rausgehauen. Ich habe gerade geloopt und dann ist das Spiel für ein, zwei Stunden ausgegangen. Dann als ich dann wieder reingegangen bin, hatte ich dann minus 21. Danke, Supercell. Danke. Ich danke dir. Ich danke dir, Supercell. So, meine Damen und Herren, was hat sich verändert? Was hat sich in dem Spiel verändert? Da könnt ihr mal kurz gucken. Ich vergrößere mal natürlich vergrößere mal diese Beutekarre. Beutekarre kommt immer dann, wenn ihr geplättet wurde, wenn ihr rasiert wurdet, also wenn ihr platt gemacht wurdet. Ich gehe mal, kann mal raufgehen. Ich kann da leider nichts mehr an Gold reinstecken, weil ich schon 10 Millionen habe. 10 Millionen Pups habe ich schon mal. Also geht das leider nicht. Also das ist die Beutekarre. Das ist neu dazugekommen. Wir können noch mal hier rauf gehen. Da ist das noch mal bisschen geschildert. Neue Schätze und die Schatzkammer. Täglicher Sternebonus. Gewinne 5 Sterne, mehr Spieler kämpfen, um Beutebonus zu verdienen. Das bedeutet, wenn ihr fünfmal einen Kampf gewinnt, kriegt ihr pro Kampf einen Stern. Und wenn ihr 5 zusammen habt, dann kriegt ihr Bonus. Der Bonus ist nicht schlecht, habe ich gehört. Wenn man unten ist. Jemals, ich glaube, 180.000, 160.000 hatte Bilo und der ist jetzt bei Gold, glaube ich. Und 800, 900 Dunkles und das ist nicht schlecht. In höheren Ligen natürlich gibt es mehr Beute. Leider nützt das bei mir nichts, weil ich Max out bin. Jeden Tag gibt es einen neuen Sternebonus. Also einmal am Tag gibt es den und jeden Tag wird der erneuert, wird der dann auf null zurückgesetzt und dann könnt ihr jeden Tag den Bonus kriegen. Sternebonusbelohnung werden sicher in der Schatzkammer aufbewahrt. Also, dieser Bonus, den braucht ihr nicht rausholen aus der Schatzkammer. Das ist. Ach so, das ist von der Schatzkammer. Ich rede hier von der Schatzkammer. Mit der Karre kommen wir gleich. Das ist. Die zeige ich euch gleich. Das ist dieser Schwein mit der Truhe. Also, den kann man nicht platt machen. Also, da könnt ihr. Das ist so ein Bonus. Da könnt ihr dann so lange sparen, bis der dann explodiert und dann könnt ihr den erst einsetzen. Das ist nicht schlecht, das ist eine gute Idee. Beutekarre. Nach jeder Verteidigung erscheint in deinem Dorf eine kaputte Beutekarre. Also nach jeder Verteidigung. Richtig, richtig fett. Also wenn ihr geplättet wurdet, kriegt ihr einen Teil der Beute zurück. Hol dir diese Karre, um einen Teil deiner verlorenen Ressourcen zurückzubekommen. Es erscheint nur ein Beutekarre. Sammle sie also gleich auf. Also, nach jedem Kampf gucken, ob du eine Beutekarre hast. Und wenn du eine hast, dann platt machen. Also, dann nimm sie einfach. Meine Stimme ist ein bisschen erkältet, weil ich habe ein bisschen Schnupfen und bin heiser. Aber ich versuche das natürlich trotzdem mal zu machen. Die Schatzkammer. In Clanburgen gibt es jetzt eine gut geschützte Ressourcenbank. Die Schatzkammer. In der Schatzkammer wird der Clan Kriegs- und Sternebonus gelagert. Das ist der sicherste Ort für Bonusbeute, bis du sie ausgegeben hast. Also höchstwahrscheinlich kann man da nichts rausholen. Und das ist dann sicher Bank. Also eine Bank ist das Fort Knox in der Haus. Spielballons, die Artillerie für Golems und Mini-Golems, jetzt dreimal so viel Schaden zu. Also, da erzähle ich euch gleich noch was zu. Und das ist richtig scheiße für mich, für uns, für die Bodenkämpfer. Eine zweite Luftabwehr wird jetzt ab Rathaus 6, der dritte ab Level 7 freigeschaltet. Das ist für die Kleineren nicht schlecht. Dann können die sich ihr Dorf besser verteidigen. So, gehen wir jetzt mal zum. Hat sich ein bisschen geändert, der Style. Guckt euch das an. Ist jetzt ein bisschen sexy geworden. Sexy Motherfucking Style. Und da hier ist die Schatzkammer. Da auf die Schatzkammer gehen wir rauf. Da könnt ihr sehen, kann man richtig fett speichern, Alter. 3,12 Millionen, 3,12 Millionen, verdammte Axt und 15.000 Douglas. Also ich habe jetzt 2,6 Millionen Gold auf Tash, auf Lager. Die kann ich leider nicht einsetzen, weil ich hier 10 Millionen Gold habe. Ich bin Full Max. Leider, leider geht das nicht mehr. Leider geht das nicht mehr. Und die größte
Kacke, die größte Kacke natürlich ist der Golem, die Golems. Aber damit euer das nicht zu langweilig wird, hat er so einen Loot Cup Belohnung. Ötzi, wer wurde von euch nach dem Update angegriffen? Clan Level 8 lohnt ja hart. So kriegt man wenigstens Schild. Wir gucken uns mal einen Kampf an. Wir gucken uns einen Kampf an, damit das nicht zu langweilig wird, wenn ich rede. Natürlich ist das nicht langweilig, wenn ich rede, aber natürlich möchtet ihr Fights von uns sehen und wir sind brutal. Brutal, da geht's kaum noch. Da haben wir die Ukraine platt gemacht, da haben wir den Poroschenko platt gemacht. Russland hat es nicht geschafft, aber War of Liberty hat die Ukraine zerstört. Verdammte Axt. Wir haben nicht mal Atombomben. Oder? Robin hat, glaube ich, eine Atombombe zu Hause. Vielleicht hat er sie. Aber nochmal. Dings, er ist irgendwie im Krankenhaus. Irgendwas mit dem Magen, irgendwas. Oder den Nieren. Zur Kontrolle. Da sage ich nochmal gute Besserung, aber er hat geschrieben, dass es ihm gut geht und dass die jetzt nur nochmal gucken, wieso, weshalb, warum er jetzt die Schmerzen hatte. Gute Besserung, mein Freund Robin, und lass die Atombombe zu Hause. Lass sie zu Hause. Hol sie nur bei den Kriegern raus, mein Freund. Wie gesagt, der hat jetzt sogar zwei Dreier gemacht in dem Krieg. Die können wir uns natürlich. Wie können wir uns? Natürlich gucken wir uns die an. Nee? Nee? Miau. Blau. Flau. So. Wiederholung. Nein! Wir hatten Wartung. Sorry, meine Damen und Herren. Wir können uns keine Kriege angucken. Scheiße, Alter. Alter Schwindkopf. Die zwei Fights sind tot. Wir gucken mal, ob jemand einen fetten Fight hat. Hat wer ein Fight für YouTube? Ja, Timmer. Nehme gerade live auf. Uff. Nee? Hoho. So, Jungs. So, Jungs. Golems. Ich weiß genau. Nach diesen Hexen und dem letzten Update haben so viele Luftmackers, Luftleute sind auf Golems und Hexen umgestiegen und die haben sich alle bei Supercell beschwert. Alle haben geheult. Die Golems sind zu stark geworden. Die Hexen sind zu stark geworden. Die Lufteinheiten, Rest in Peace, Lufteinheiten. Alter, und Supercell findet das richtig geil von euch, also von uns, dass wir uns immer beschweren, weil jetzt haben die Möglichkeit zu sagen, Alter, die Luft wurde so geschwächt, jetzt haben wir den Boden geschwächt, wieso heulen jetzt die Golem-Fighter? Nicht? Weil ich habe ja geschrieben, Rest in Peace Golems, und das stimmt doch. Dreifacher Schaden von der Artillerie. Nicht mal zwei, sondern dreifach. Alter, wenn der eine dreimal raufgeballert wird, dann ist der Golem tot, dann ist der platt, dann ist der platt. Das war früher nicht so. Und Jungs, wir beschweren uns, dass die Luft viel zu schwach geworden ist, weil die Hexen so stark sind. Jetzt haben die Golems platt gemacht. Jetzt werden die ganzen Golem-Fighter, ganzen Bodenfighter sich bei Supercell beschweren. Und was passiert beim nächsten Update? Was passiert beim nächsten Update? Lufteinheiten werden Schwäche gemacht. Golems werden wieder stärker. Oder was der Geier was. Und die finden das richtig geil von uns, dass wir uns immer beschweren, immer rumheulen. Und natürlich ist das für die ein Futter. Und dann können die das auch rechtfertigen. Wie ja, rechtfertigen. Ja, ihr habt doch geheult, ihr habt doch gemacht. Dies und das. Ja, hier wurde ich platt gemacht. Minus 21, genau bei dieser hässlichen Update. Und da konnte ich nicht rein. Da sagt er, ja, ich soll dieses. Alter, hat der 685.000 Gold rausgeholt. Ah! Ich würde heulen, wenn ich nicht Max wäre.
Oh, ein Fight, habe ich auch nur einen Stern geholt. Verdammte Axt nochmal. Ich kann euch nichts zeigen, Jungs. Nichts. Aber, ich kann noch weiter sammeln. Ich kann noch weiter sammeln. Was? Ich loop so lange. Guckt euch das an. Ich habe eben einen Fight gemacht. Habe ich einen Stern dazu bekommen. 1, 2, 3, 4. 2, 4 muss ich noch machen. Das ist richtig schwer für einen Legendenspieler. 5 Fights an einem Tag zu machen. Verdammte Axt nochmal. Haben wir einen Fight? Alles Replays kaputt bei mir. Sorry. Verdammte Axt. Egal, solange loop ich. Vielleicht finde ich ja was. Vielleicht habe ich ja Glück, meine Freunde. Und viele, viele kleinere, viele, die das nicht wissen, fragen mich ja immer: Alter, was ist Lupen? Wieso? Was? Wieso heult ihr immer beim Lupen? Jungs, das ist Lupen. Da seht ihr die Lupe, die dreht sich. Die dreht sich von rechts nach links, von links nach rechts. Und ich kann während der Lupe. Was kann ich während der Lupe? Verdammte Axt nochmal. Guck mal, da beschweren sich schon welche. Drecks-Update. Alter Schwede. Ich sag mal einmal Moin. Ja, um die Uhrzeit ist eigentlich nicht gut, wenn Legendenspieler schreibt, dann beleidigen die einen ganz, ganz oft. Aber mal gucken. Moin, Jungs. Vielleicht gibt es ja ein bisschen Erwachsene dazu. Aber was ich euch noch sagen wollte: einige haben mich angeschrieben, ich kann bei meinem YouTube gucken, wie mein Durchschnittsalter ist von meinen Abonnenten. Und. Oh, da wird das auch noch gepunktet, Alter. Hallo. Glo. Boah, nicht, dass die denken, ich beleidige jemanden. Dann haben die viele, viele YouTuber haben ihr Durchschnittsalter von 10 bis 16 Jahre oder so. Und ich habe mal bei mir geguckt und mein Durchschnittsalter von 24 bis 34. 24 bis 34, fast 89% sind also in dem Alter, und das finde ich richtig, richtig fett von euch. Also der größte Teil meiner Abonnenten hat Haare im Gesicht. Alter, das finde ich richtig geil. Und da sieht man, dass die Leute durch meine Fights lernen oder Taktiken herausfinden wollen. Und natürlich habe ich auch jüngere Abonnenten, aber das ist nur 10% meiner Abonnenten. Und das ist genau diese Klientel, die ich anstrebe. Das ist genau das Alter. Natürlich auch 40- oder 50-Jährige sind auch da, mit 6% oder 7%. Ich kann euch mal beim nächsten Video das mal zeigen, wenn ihr mir nicht glaubt. Und das ist richtig, richtig cool, richtig fett finde ich das, dass ich in dieser Region gelistet bin. Also, dass wir meine Abonnenten alle in diesem Alter sind. Ja, was kann ich euch noch sagen? Ich wurde eingeladen Mittwoch zu einem Clanwort. Da kann ich leider nicht mitmachen. Das finde ich recht schade. Da werden zwei YouTuber auch mitmachen. Der eine hat viele, viele Abonnenten. Der andere, ein guter Freund von mir, kann ich leider nicht mitmachen, weil, meine Freunde, ich natürlich den Abonnentenclan, wo am Donnerstag, also am Freitag, wisst ihr, dass mein Abonnentenclan, wo um 15 Uhr stattfinden wird, dass ich die Lupe um 15 Uhr starte und dass ich dann das nicht schaffe. Sonst wäre das dann so, dass Mittwoch würde um 8, 9 Uhr gestartet und dann müsste ich Freitag mein Abo-Clan, wo erst um 8, 9 Uhr starten, und das geht nicht, das ist viel zu spät. Leider kann ich da nicht mitmachen, aber beim nächsten Mal bin ich natürlich dabei. Und ich werde mit diesen YouTubern noch was zusammen machen. Ich habe dem einen das versprochen. Da werden wir uns mal was überlegen, ob wir was machen kommen können zusammen. Und das wird richtig, richtig cool. Wie gesagt, dieses Update ist, finde ich, nicht schlecht. Also für mich ist das schlecht, dass ich dann wieder umsteigen muss auf Drachen oder auf Loons. Loons kann ich ja gar nicht, aber Drachen bin ich recht gut bei. Dann will ich wohl auf Drachen umsteigen. Für die Leute, die mit Golems arbeiten, die müssen sich mal überlegen, wie die das machen, ob die nur zwei Golems mitnehmen und den Rest hexen und dann versuchen, das ganze Dorf zu überrennen. Ich weiß nicht genau, ich muss mal ein bisschen taktieren, muss ich mal ein bisschen rumwursteln, ob das noch geht mit den Golems oder ob die Adlerartillerie richtig, richtig viel Schaden macht bei Golems. Die beiden Neuerungen mit der Karre und mit der Burg, das ist recht gut für die Farmer. Das ist, weil die ganzen Farmer
sich beschwert haben und auch viele aufgehört haben mit dem Spiel. Und das hat Supercell beeindruckt, dieser Zusammenhalt von den ganzen Spielern. Die haben sich alle zusammengeschlossen und haben gesagt, dass das ein scheiß Update war. Und es hat was gebracht. Die haben zwei Erneuerungen gekriegt, also aber nicht, wir haben nicht das alte Spielprinzip zurückgekriegt, weil das für die richtig, richtig lohnt, also die verdienen richtig Geld damit und das werden die nicht machen. Und Supercell wird auch nie einsehen, dass die einen Fehler gemacht haben. Das sollte euch, hier seht ihr, keine Dörfer gefunden, jetzt muss ich weiter drücken. Das müsst ihr begreifen, dass Supercell das nie machen wird, dass die eingestehen, dass sie Fehler gemacht haben. Die sagen jetzt, ja, wir haben jetzt das Spiel ein bisschen verbessert für die Farmer. Dass, wenn die platt gemacht wurden, ein Teil der Ressourcen zurückkriegen. Und mit diesem 5-Sterne-System, dass die dann auch nochmal wieder was zurückkriegen, damit die Farmer nicht mehr heulen. Also genau das ist jetzt passiert. Supercell kann jetzt sagen, ja, wir haben jetzt das Spiel für die Farmer verbessert und ihr könnt nicht mehr euch beschweren oder rumheulen. Ich finde das trotzdem immer noch zu wenig für die Farmer, weil dieser Ein-Juwelen-Boost irgendwann weg ist. Und wenn der weg ist, dann will ich nicht wissen, wie der Loot dann aussieht. Die haben das ja fast um 2 Wochen oder fast um 3 Wochen verlängert, diese Aktion mit diesen einen Juwelen. Das sollte ja nur bis zum 7. gehen. Und wir haben jetzt schon fast Anfang Februar. Ja, wie gesagt, das Update ist nicht schlecht. Wir müssen uns ein bisschen umstellen und sonst. Habe ich eigentlich noch ein Video fertig gemacht. Das sind 8 fette Fights für euch. Die werde ich dann höchstwahrscheinlich Mittwoch rausbringen. Dann habt ihr Mittwoch nochmal ein Video. Heute Abend werde ich höchstwahrscheinlich Dorfbesuche machen. Da wird mich ein YouTuber unterstützen, der sich mit Rathaus 6, 7, 8, 9 auskennt. Also ich bin ja da nicht so gewandert, weil ich bin ja seit fast 2 Jahren Rathaus 10 und 11 und da kenne ich mich nicht so gut aus. Und da wird mir diese Person weiterhelfen. So, das war's dann von mir. Rest in Peace, Golems. Und wir sehen uns weiter. Tschüss. Wir sehen uns wieder, meine ich, nicht weiter. Und ich werde weiter lupen.